zum Beispiel das Einstein. Und die sammeln auch ganz, ganz viele Vorträge und ja, andere Beiträge von den Unis. Und natürlich gibt es auch andere Websites, zum Beispiel Howcast, da geht es dann mehr um How-To-Videos, da lernt man dann einfach so etwas kleinere Sachen, die sind meistens auch so ein bisschen lustig, also insofern gibt es, ich finde ganz viele solche How-To-Video-Webseiten, die so ein Dienst wie Einstein ist sicherlich, oder MIT Open Courseware oder halt das gezeigte iTunes University ist da sicherlich geeigneter für sie, Dinge zu finden für ihr Studium. Ja, Bestandteile eines Podcasts sind erstmal prinzipiell auch die Bestandteile eines Weblogs, nämlich eine umgekehrt chronologische Reihenfolge. Es gibt einen dauerhaften Link, man kann Kommentare machen. Auch dort merkt man, wenn jemand auf einen verlinkt und so weiter und so fort. Aber man bestellt nun halt eine Mediendatei zum Download. Und wie wir das vorhin gesehen haben, direkt auf der Website kann man es sich anschauen. Da gibt es also Abspielbarkeit in einem Player, aber manche Webseiten geben sogar die Möglichkeit, Kommentare per Audios abzusetzen. Hier habe ich eben gerade schon angedeutet, es gibt unterschiedliche Arten von Podcasts, nämlich entweder Audios, wo man nur sich was anhört, oder Videos, wo das noch durch ein Video unterstützt wird. Die kann man unterschiedlich präsent produzieren, zum Beispiel, dass man einfach seine eigene Webcam nimmt und dort Aufnahmen macht oder auch Interviews. Das kann manchmal ein bisschen umständlich sein, wenn die Webcam in den Bildschirm eingebaut ist. Dann setzt man sich vielleicht zu zweit vor seinen Laptop und kann da auch ein Interview machen. Screencast ist eine Bezeichnung von Aufnahmen von dem, was passiert auf meinem Bildschirm. Und damit kann ich häufig ganz gut darstellen, wie mache ich eigentlich was. Und das haben wir ja hier im Seminar auch schon eingesetzt. Man unterscheidet nach Periodizität, das heißt entweder, es kann von täglich bis mehrmals jährlich gehen. Klar, es ist natürlich auch genauso wie das Schreiben von Blogartikeln auch aufwendig und meistens bleibt es nicht bei einem Durchlauf. Und insofern, wenn Sie 20 Minuten Podcast machen, dann kann das gerne mal 2 Stunden dauern, bis Sie alles im Kasten haben. Und deswegen machen das die meisten Leute dann auch nicht ganz so häufig. Muss ja auch gesehen werden. Podcasts können natürlich Teil Ihrer persönlichen Lernumgebung sein. Man kann das privat machen, dass man also Aufnahmen macht, die man aber nur für sich speichert. Also so ein Lernjournal, wenn man nicht unbedingt etwas am Ende des Tages hinschreiben will, dann tut man einfach das nochmal erzählen, was man so gelernt hat und wo es Probleme gab, was man als nächstes machen will. Das kann man sich dann am nächsten Morgen nochmal anhören. Das macht häufig auch Sinn, wenn man irgendwelche Ideen hat, die man jetzt gerade beim Schreiben von der Thesis da noch nicht einarbeiten kann, aber die man schon mal einfach spricht und dann sich später nochmal anhört. Dadurch kann man sich auch wiederum eine persönliche Wissensdatenbank anlegen, indem man zum Beispiel vielleicht auch Dinge, die man momentan weiß, wie man sie macht in der Software, sich einmal aufnimmt und dann später sich wieder anschauen kann. Ja, und auf alle Fälle ermöglicht es, wenn man die Sachen öffentlich macht, dass andere Personen sich dort anklinken und so wie wir das auch schon beim Bloggen, zum Beispiel bei Mark Heckmann gesehen haben, da bietet es sich an, dass andere Leute plötzlich anfangen und sagen, du, ich mach das so und versuch du das auch mal so. Wie erstellt man es? Das ist so die 2005er Version, da war das noch, das ist natürlich prinzipiell immer noch so, nur davon merkt man halt nichts mehr. Hier sieht man, wie die Alice etwas aufnimmt. Auf ihrem Rechner wurde das zu einer Wave-Datei, die hat sie konvertiert zu einer MP3-Datei und dann hat sie dazu noch hat sie in einen RSS-Feed eingebunden und übers Internet publiziert und der Bob, der findet das, zum Beispiel auf iTunes, abonniert es, das Programm lädt das runter und überträgt es auf seinen iPod. Und dann kann das hören, zum Beispiel in der Straßenbahn. Wie erstellt man nun den Podcast? Möglichkeit A wäre getrenntes Produzieren und Veröffentlichen. Da hat man am meisten Kontrolle drüber. Das heißt, man nutzt eine explizite Podcast-Software. Da gibt es einiges an verschiedenen Audio-Softwaren, die man da nutzen kann. Und dann, wenn man das sich zusammengetan hat und geschnitten hat,
Dann veröffentlicht man das dann entweder über einen Podcast-Hoster, das ist also tatsächlich ein Anbieter, der das speziell anbietet, oder man veröffentlicht das Ganze über einen eigenen Webserver und tut das auf einem eigenen Webspace. Hier nochmal Podcast-Host, da kann man dann tatsächlich seine Podcasts, die man erstellt hat, hochladen und die werden dann dort veröffentlicht. Und auch hier Safecast ist eine ähnliche Lösung. Was meistens ist immer, es gibt was kostenlos, wo man so kleinere Podcasts draufsetzen kann und ansonsten kostet es Geld. Oder wenn Sie über WordPress zum Beispiel bloggen, dort haben Sie auch die Möglichkeit, einfach die MP3-Dateien hochzuladen und über ein kleines Plugin das dann anzeigen zu lassen, so wie das vorhin der Helge und ich auf unserem Blog gemacht haben. Die andere Möglichkeit, die immer mehr genutzt wird für so sehr schnelle Ad-Hoc-Podcasting, die ist sind All-in-One-Web-Services. Das heißt, da kann man sowohl dort aufnehmen als auch dann publizieren. Und hier sind ein paar Beispiele: Podomatic, MyPodcast.com, Hipcast, Podster, Screener. Viele von den Diensten bieten mittlerweile auch Video-Podcasting an. Screener ist ein eigener Dienst nur für sogenannte Screencasts, wo Sie aufnehmen können, was Sie auf Ihrem Rechner machen. Ganz spannend und praktisch, und Screener haben wir auch schon benutzt. Schauen wir mal ganz kurz an. Hier Hipcast, dort sehen Sie auch schon Create Audio. Da kann man also auch nicht nur die hochladen, die Dateien, sondern man kann es auch online aufnehmen. Genauso hier auch wiederum Video. Und dann kann man die Sachen zusammenschneiden und hochladen. Und Screener ist die Möglichkeit, einen Screencast zu machen. Schauen wir uns nochmal ganz kurz hier den Screencast an. Welcome to Screener, instant screencast for Twitter. Got a Mac or a PC? Cool. Let's record a screencast. Start by clicking the record button. Put the recording frame where you need it. Choose your microphone and click record. You're on. Everything you say and do is being recorded. If you need a break, click pause. When you're finished recording, click done. Add your message and tweet it. Your tweet goes out with this short URL. Your followers click the link and see your screencast here. Everyone can see it, even on an iPhone. You can even put it on YouTube or your own site. So that's Screener, instant screencast for Twitter. So, was man hier gesehen hat, ist, dass man sehr schön hier mit diesem Werkzeug ja, aufnehmen kann, was man auf dem Rechner machen kann. Das nutzt man für Software-Tutorials zumeist. Aber man kann auch eine Webrecherche zum Beispiel dokumentieren oder man könnte sogar so ein Video, was läuft, aufnehmen und dann wieder screencasten. Und Sie haben gesehen, man hat ja so eine gewisse Einbindung in Twitter. Das heißt, Sie können sofort lostweeten, dass Sie dieses Video aufgenommen haben. Aber Sie können die Videos auch hochladen auf YouTube. Ein sehr schönes Tool, was wir momentan nicht häufig nutzen und was uns sehr gut gefällt. Ja, hier haben wir nochmal ein paar Links, die finden Sie aber auch auf der Kursseite, ein paar Entscheidungshilfen und erste Schritte, wie man denn so mit dem Podcasten anfangen kann. Vielleicht versuchen Sie es ja einfach mal so für sich selbst, zum Beispiel dieses Lernjournal, was aufnehmen und für sich einfach behalten. Hier sind nochmal Quellen, die wir benutzt haben und auch die Bildquellen. Und Ihnen wünsche ich noch ja, schönen Tag und wünsche Ihnen viel Spaß bis zur nächsten Episode. Alles klar. Tschüss.